Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Primal Ops. Die erste Folge ist wirklich sehr, sehr gut bei euch angekommen. Vielen Dank für die Kommentare und Bewertungen. Deswegen spielen wir das Spiel auch weiter, natürlich wieder auf dem Handy. Lädt ja auch gerade schön und es sollte jetzt auch gleich losgehen. Prolog Mission 3, das heißt, wir sind noch in den Tutorial-Missionen. Sehr, sehr interessant. Also das Game ist noch gar nicht richtig losgegangen. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Der DFW schickt dich auf keine neue Mission, wenn du keine Energie mehr hast. Okay. Also das Batteriesymbol da oben ist wohl unsere Energie. Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt irgendeine Mission, um die Energie aufzufüllen? Stimmt das, Janice? 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 Ich weiß es nicht. Ich meine, laut Aufklärung haben diese Typen Schilde. Okay, krass. Aber es sieht doch jetzt so aus, als wenn wir wieder auf irgendeiner Mission sind, einer richtigen. Ich habe jetzt auch gar keine Dinos dabei, oha. Damn. Das heißt, ich muss das selber machen. Gucken wir mal, wie wir uns schlagen. Okay, das ist schwierig. Ah, jetzt sind die Dinos da, okay. Ich soll jetzt auch direkt unseren Agu benutzen, oder Agu. Ceratops. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Also der ist dann echt gegen so gepanzerte Units wahrscheinlich ziemlich gut. Das hat ja gut geklappt. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie oft ich die Dinos einsetzen kann. Komm, den schaffen wir auch selber, oder? Na, der ist wieder einer mit Schild. Wir brauchen unseren Agu-Ceratops. Ich hole auch mal den Trodon dazu. Jetzt machen die das super. Hacke den Satellitenturm ist übrigens unsere Aufgabe. Ich dachte übrigens gerade, dass wir auf so eine Ausruhmission gehen, weil da so ein Symbol war bei dem Startdrücken. So ein Ausruhsymbol. Aber ich glaube, das ist hier alles andere als eine Ausruhmission. Los, Trodan! Los, Agu! Ich bin echt froh, dass sie so stark sind, die Dinos. Kann ich die jetzt eigentlich echt so oft einsetzen, wie ich möchte? Oder heißen diese Fußabdrücke darunter, wie oft ich die einsetzen kann? Könnte ich mir auch vorstellen. Muss ich jetzt gleich mal drauf achten, wenn ich die einsetze. Ich nehme mal den Agu. Ja, ist immer noch bei 6. Oha, braucht noch mehr Hilfe. Los, Trodan. Alter, wie viele? What? Junge, voll krass schon, die Mission. Na, guck mal, der Trodan ist auch smart. Der greift nämlich von hinten an. Und snackt die weg. Ziemlich praktisch. Aber ich kann die aber echt unendlich oft einsetzen. Das ist ja interessant. Also ich sehe jetzt hier echt keine Anzeige, die irgendwie zeigt, dass ich nur noch so und so viele Male habe für die Mission. Deswegen macht es ja eigentlich immer Sinn, die immer einzusetzen, oder? Kannst du einen Blick in den Computer werfen? Gib uns alles, was du darauf finden kannst, okay? Es ist nie zu früh für ein Weihnachtsgeschenk. Was für ein Weihnachtsgeschenk? Ich nehme es gerne. Los, Trodan. Sehr schön. Ich denke mal, wir sollen hier einfach an den Computer gehen. Und was würdest du dir nächstes Weihnachten, was wünschst du dir nächstes Weihnachten, Oma? Frieden auf Erden und Respekt vor Dinosauriern. Oha. Das wäre schon schön. Und wie kann ich heute nicht lesen? Schlimm. Mission abgeschlossen. Juhu. Nice. Wir haben wieder einiges an Belohnung bekommen. Ich bin mal gespannt, wie viele Tutorial-Missionen jetzt noch kommen werden. Neuer Dinosaurier gerettet. Oh geil, ein Dracorex. Den finde ich auch richtig schön. Toller Dino. Prolog abgeschlossen. Kapitel 1 freigeschaltet. Das ist doch schön. Herzlichen Glückwunsch.
Das Grundlagentraining ist absolviert. Schauen wir uns jetzt die DFW-Zuflucht an. Gerne. Oben links müssen wir darauf. Okay, Zufluchtslevel ist Level 1. Wenn du deine Dinosaurier trainierst, steigt dein Zufluchtslevel. Und der DFW gibt dir bei jedem Level Belohnungen. Hoffentlich Kisten, die wir öffnen können, das wäre cool. Werfen wir einen Blick auf deine Karriere. Deine Erfolge und Aufgaben findest du hier. Unten rechts bei Quests, okay. Die DFW belohnt dich für Erfolge wie den Abschluss der Grundausbildung. Wenn du hart genug arbeitest, kannst du dir einen Stegosaurus... mehr stand da nicht. Ein Stegosaurus können wir uns jetzt überlegen. Bestimmt freischalten oder so. Wir haben auch eine Liste mit täglichen Pflichten für DFW-Mitarbeiter. Wenn du diese jeden Tag erledigst, wird deine Karriere bei der DFW gefördert. Wenn du konsequent bist, kannst du einen Homalocephalus freischalten. Okay, cool. Ah, das sehe ich jetzt oben rechts. Da kann ich den jetzt freischalten. Interessant. Auch ein toller Dino, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob der so stark ist, weil der für winzig ist. Aber das passt schon. Profilnamen. Jetzt können wir das erst machen. Okay. Machen wir mal Dandy. Bestätigen. Schön. Und dann können wir jetzt einfach frei spielen wahrscheinlich. Also mit auf Schwierigkeitsstufe leicht, das seht ihr hier oben. Aber ich würde einmal sagen, wir gehen kurz in die Dinos rein und gucken mal. Wir haben da nämlich jetzt auch unseren Dracorex. Könnte ich auch aufleveln? Ich mach das mal. Na gut, das kostet mich so ein paar Coins, ne? Ich habe aber schon das herauszufinden, wie das so ist, wenn er stärker ist. Weil wir boosten mal auf Level 5. War wahrscheinlich ein Fehler oder so, aber ist egal. Wahrscheinlich wäre der Argyuceratops klüger gewesen. Ich will eine Kiste öffnen. Das wäre cool. Shop. Werbevideo anschauen. Werbekiste. Mache ich mal eben, Leute. Was waren das wieder für Werbungen? Irgendwelche komische Dating-Handyspiele oder so Flirt-Handyspiele. Ganz komisch. Waiting for Server. Komm. Gönn. Aber schaut mal, man kann da auch echt Geld ausgeben. Starterpaket, Carnotaurus. Machen wir natürlich nicht. Was passiert denn jetzt hier? Waiting for Server. Das ist ja frech. Oh Gott sei Dank. Da wäre ich aber sauer gewesen sonst. Jetzt haben wir unsere Kiste, Leute. Ich sag's euch, jetzt ist Ronaldo drin. Zü, CR7, los, Walkout. Nice. Ist das ein Dilo? Aber das ist nicht der Jurassic Park Dilo. Sieht aber für mich aus wie ein Dilo, muss ich sagen. Oder ein Proceratosaurus. Aber ich glaube, der sieht anders aus. Der ist eigentlich viel spitzer vom Schädel, also es kommt eigentlich nicht hin. Also so schmaler. Wir gucken mal eben, was das ist. Wie geht das? Zurück wahrscheinlich. Dinosaurier. Ja, wo ist der denn jetzt? Ich habe doch keine Ahnung. Warum ist er hier nicht freigeschaltet? Oder muss ich den jetzt erst noch freischalten? Das war bestimmt nur irgendwie DNA oder sowas. Ich habe das nämlich jetzt nicht so schnell gefunden. Aber ich kann ja noch irgendwelche Belohnungen abholen. Das machen wir natürlich auch. Sieht auch irgendwie nach DNA-Points oder sowas aus. Ist auf jeden Fall das Level oben links gestiegen. Aber ich weiß halt immer noch nicht, wo ich den Dilo herbekomme. Ist auf jeden Fall ein Dilo. Das hier war das. Den hätte ich ja gern gehabt, muss ich sagen. Na egal, wir spielen mal weiter. Wir kriegen bestimmt nochmal irgendwie was. Und irgendwann werde ich das, glaube ich, auch checken. Kapitel 1, Mission 1. Okay, wir können auswählen, wir mitnehmen. Wir nehmen natürlich auch unseren Level 5 Dracorex mit. Den möchte ich testen. Kostet mich 8 Energie. Jetzt habe ich verstanden, nämlich was das Symbol heißt. Das heißt nämlich, dass die Mission mich so viel Energie kostet. Und dann müssen wir mal gucken, wenn es so ein bisschen leerer wird, die Energie, wie wir das wieder auffüllen können. Da bin ich dann auch sehr gespannt. Wir brauchen dich, um wertvolle Eier zu retten, die von Fang Force Agenten gestohlen wurden. Ja, wir sind nicht gerade glücklich über ihre Aktivitäten rund um Dinosaurier. Und wie läuft's so bei dir? Ja, ich ganz gut. Ich glaube, ich schlag mich ganz gut.
Sammle DNA aus Nestern. Gehen wir mal hier über die Brücke. Der Boss wird nicht begeistert sein, dass du das Auto... Ja, so schnell war ich nicht. Ich sagte doch, du sollst das Lenkrad halten, während ich mir... Hey, so schnell kann ich nicht lesen. Pech. Ja, ist auch egal. Der Smalltalk ist nicht so wichtig. Darf ich dir empfehlen, deinen Dragorex mit ins Spiel zu bringen? Gerne. Er ist gut gegen Gegnertruppen und überwindet auch kleine Hindernisse schnell. Zu wissen? Oha! Da ist er! Schön mit der Kopfnuss. Sehr schön. Hey, das war cool, der macht so einen Charge-Angriff. Hier ist ein Medikit. Kannst du den nehmen? Komme ich hier durch mit dem Agi? Nee, okay, schade. Ich dachte, vielleicht kann ich den Baumstamm mit dem umhauen. War ein Versuch wert. Ich habe das Gefühl, der Dragorex wird noch öfter nützlich sein, wenn wir mit der Fang Force... Die Texte gehen voll schnell. Oder bin ich einfach so langsam? Los, kämpft Dinos! Bleib einfach auf Abstand und lass die Dinos kämpfen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es viel klüger ist, die viel stärker sind als ich. Ich meine, ein bisschen schießen kann ich auch. Aber dann kann auch mal eben so ein Todon kommen und sich um den Schildtypen da kümmern. Aber der muss von hinten angreifen, ne? Von vorne bringt halt nichts. Der Draco kommt von hinten. Der macht das. Gar kein Problem. Ich weiß halt echt nicht, was wir hier die ganze Zeit einsammeln. Kein Plan. Können wir hier mitfahren? Finde ich schade. Das hätte ich gefeiert. Ich frage mich ja, ob es sich lohnt, hier auch umzuschauen und die Welt zu erkunden. Gibt es doch bestimmt irgendwie geheime Sachen oder so. Macht das uns gar keinen Sinn, dass die Welt bis hier oben noch geht? Weil man kann ja komplett woanders lang gehen, weil ich denke mal, der Pfeil zeigt uns, wo wir hin müssen. Ja, guck mal. Da haben wir auch was. Hat sich also gelohnt, der Umweg. Ja, guck mal, wir haben auch Ausdauer für dieses Rutschen. Füllt sich aber bestimmt auf. Ja, ist gleich schon wieder voll. Easy. Das sollte ich, glaube ich, auch öfter nutzen. Über die Brücke und dann holen wir gleich wieder unseren Dracorex, wenn die nächsten Gegner da sind. Kommen wir bestimmt gleich. Da sind sie. Die haben es auch echt nicht leicht. Die kommen hier mit meinen ganzen Rammböcken. Wieder irgendwelche Coins eingesammelt. Sehr schön. Wir müssen weiter hier über die Brücke. Wir fangen gerade wieder ein bisschen an zu laggen. Kümmert ihr euch mal. Ich sammle eben die Truhe ein. Boah, das sind voll viele. Ey, hör mal auf mich zu hauen. Okay, wir brauchen Unterstützung. Ich kann halt auch immer hinter Steine und so gehen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und mittlerweile kann ich bestimmt auch sterben, weil das nicht mehr Tutorial ist. Da muss ich halt ein bisschen aufpassen. Ich frage mich, ob man das Spiel irgendwann durchspielt oder nicht. Oder ob das so ein Endlosspiel ist mit Random Leveln. Und da sind sie, sei vorsichtig. Die sind zerbrechlicher, als es scheint. Okay. Und beeil dich, es ist immer noch viel los in der Gegend. Na gut. Los geht's. Erstmal den dicken Agio holen, wenn Sachen zerbrechlich sind. Macht auf jeden Fall Sinn.
Nehmen wir nochmal den Todern zur Absicherung. Aber die Dinosaurier sind schon echt stark. Das kann man nicht anders sagen. Hervorragende Arbeit. Wir werden gut auf diese Eier aufpassen. Acrocanthosaurus, komm und sag Hallo zu deinem neuen Freund. Was? Ich kriege ein Acro? Nicht im Ernst, oder? Das wäre ja heftig. Wäre ein riesiger Fleischfresser. Also ich habe auf jeden Fall 50 irgendwelche Punkte bekommen vom Acro. Verdopple deine Münzen. Joa, nicht jetzt. Ich will nicht noch ein Werbevideo, das war gerade schon genug. Aber es ist interessant, also man kann halt auch durch Werbung schauen, dann Sachen freischalten und sowas. Ja, ganz cool. Coole Alternative zum Bezahlen halt. Neuer Dinosaurier gerettet. Acrocanthosaurus, wie krass. Holy shit. Haben wir den jetzt echt schon zum Ausrüsten? Mission abgeschlossen. Na komm, ja, weiter, weiter. Oh mein Gott, wir haben den halt wirklich. Hä, wie krass ist das denn? Oha. Einfach ein Acro. Frisst Feinde und verursacht massiven Schaden. Ah, da kann man auch die Fähigkeiten sehen. Das ist interessant. 100% Schadensbonus gegen Fangforce. Löst beim Brüllen Furcht aus. 100% erhöhte Ausdauer gegen Fangforce. Okay, das heißt, wenn wir gegen Fangforce-Leute spielen, ist der Acro gut. Das ist ja auch interessant. Also ich hätte nie gedacht, dass wir so schnell so einen großen Fleischfresser bekommen. Der sieht auch echt cool aus. Jetzt habe ich natürlich alle meine Punkte verbraucht für den Pachi gerade. Nee, für den Draco-Dragobeck meine ich natürlich. Aber ist nicht schlimm. Hier boosten wir auch rein. Auch Level 5, easy. Wir gönnen uns einfach. Oh, da freue ich mich. Coole Sache. Und dann können wir beim nächsten Mal direkt noch eine Mission machen. Ich würde jetzt aber gerne noch eine Kiste öffnen, muss ich sagen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Guck mal, ich kann hier auch Sachen kaufen für so Punkte oder so, oder was ist das? Ja, guck mal, für die DNA-Punkte. Triceratops Familien-DNA-Kiste. Das wäre ja schon mal was für mich. Pteranodon. Flugsaurier gibt's auch. Ich gehe aber auf Triceratops. Können wir das jetzt machen? Nee, das ist nicht genug Geld. Also es ist doch echt Geld, oder was? Gott, ey. Ich check das gar nicht. Davon haben wir auch 25 Punkte. Da können wir auch Kisten freischalten. Ach, und hier kann man dann auch Sachen kaufen. 3 Bernstein kann ich durch ein Werbevideo wieder kriegen. Oder man casht halt rein. Das geht anscheinend auch. Machen wir natürlich nicht. Nee, nee, nee. Dann ist das so. Ja, Leute, ich würde aber sagen, das war wieder sehr erfolgreich. Wir haben immer einen großen Fleischfresser freigeschaltet. Den werden wir dann beim nächsten Mal testen. Hätte ich halt nie gedacht, dass wir so schnell so einen coolen Fleischfresser bekommen. Das hat auch echt Spaß gemacht, aber ich brauche auf jeden Fall eure Tipps und Ratschläge in den Kommentaren, weil ich checke gefühlt gar nichts. Und es wäre halt echt cool, wenn ihr mir ein paar Sachen erklärt und Tipps gebt, wofür ich meine Punkte am besten ausgebe und was ich auflevel und sowas. Ja, wenn ihr euch auskennt, gerne helft mir in den Kommentaren, dann werde ich das beim nächsten Mal einfach umsetzen oder so, würde ich sagen. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.